So, bevor wir uns jetzt Events, Fahrzeuge und so weiter alles im Detail angucken, gucken wir uns mal die grundlegenden Sachen an. Das bedeutet, wir fangen an mit dem Motorpass. Das erste, was quasi jeder einsehen kann, was morgen früh für alle bekannt sein wird. Wir gucken uns den neuen Motorpass an und dafür müsste ich mir den dann natürlich auch irgendwie mal kaufen. Und das bedeutet, wir gehen jetzt hier einmal rein und Premium Motorpass kaufen, kaufen uns direkt die große Variante. Nicht, weil ich es brauche, aber ne, so, ja, wir kaufen es uns einfach gleich. Wir gucken uns erstmal die Sachen an. Also, auf Stufe 1 gibt es erstmal einen neuen BMW i8 für Street Race, die Roadster Stellar Edition. Kann ich tatsächlich noch nicht viel zu sagen, habe ich mir noch nicht groß angeguckt. Wir werden auf jeden Fall ein, zwei Rennen mit dem fahren, aber nicht unbedingt jetzt, sondern dann in separaten Videos, denke ich mal. Werden wir uns diese Sachen einfach ein bisschen genauer angucken. Dann haben wir eine Never Ending Tour. Helm. Ich muss tatsächlich sagen, der Helm sieht für mich so ein bisschen aus wie. Ja. Wie heißen diese Spiele? Fallout? Keine Ahnung. Irgendwie so nach so einem. Ja. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich damit anfangen soll, aber ich könnte mir vorstellen, ich habe es mir wie gesagt noch nicht angeguckt, dass da wieder eine ganze Ausrüstung draus wird. Ich habe schon eine Sache auf jeden Fall eben gesehen, die darauf hindeuten würde, aber das gucken wir uns dann gleich genauer an. Also der Helm im Einzelnen. Nicht so unbedingt, könnte aber cool aussehen, wenn da noch mehr zukommt. Dann haben wir als Unterbeleuchtung Space Kit mit unserem Sonnensystem. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht. So, das Sonnensystem unterm Auto. Ich weiß jetzt nicht so wirklich, auf welches Auto das passen soll. Ne, muss man halt immer gucken, ja, passt das jetzt wirklich auf ein Auto oder macht man halt einfach so eine komplett abgespacete Karre. Aber es scheint wieder viel ums Thema Weltraum zu gehen. Wir hatten ja im letzten Update unter anderem das Alien-Rennen, ne, wo dann das UFO vom Himmel stürzt, etc. pp. Und wieder sehen wir direkt, es geht irgendwie ums Thema Weltraum. Und damit geht es auch weiter. Ja, wir haben auch hier Space Kit als Nitro. Ich habe jetzt extra mal den Senna genommen, weil er hinten oben so schön die Auspufflöcher hat. Da sieht man das relativ gut, finde ich, solche Sachen. Muss ich jetzt sagen, ja. Also ja, kann man machen, je nach Farbe. Wenn man ein Auto hat, das tatsächlich blau-gelb, blau-gold angehaucht ist, kann das, denke ich, ziemlich gut farblich passen. Und dazu passend Weltraum-Odyssee als Rauch passt tatsächlich farblich gut zum Nitro. Ist die Frage, auf was für einem Auto man das am Ende macht. Ich denke, man könnte ziemlich cool eine Folie entwerfen, die halt quasi so einen Nachthimmel darstellt. Mit ein paar Sternen, blauer Himmel etc. pp. Und da könnte man dann, denke ich, mit den neuen Prestige-Objekten aus dem Motorpass wahrscheinlich was ziemlich Cooles draus machen. So, ich weiß gar nicht, die Hupe, hören wir die hier? Okay, also beim Hupen namens Space Kit hätte ich mir jetzt irgendwie was anderes vorgestellt. Aber gut, es hat so ein bisschen was von einem abgeschwächten Star Wars Laserblaster, kann man mal machen. Dann kriegen wir wieder Standard Crew Credits. Wir kriegen hier ein Touring Car Set. Das ist ein Live-Belohnungsriecher. Und das ist auch richtig kalibriert. Problem, die braucht keiner mehr, die Sets, weil keiner sammelt mehr wirklich Live-Belohnungen. Das lohnt sich nicht mehr. So, dann haben wir die Imported Unterbodenbeleuchtung. Und es scheint tatsächlich teilweise um Importwagen zu gehen. In diesem Motorpass und auch in diesem Summit Badge. Beziehungsweise ich habe auch schon gesehen, es kommt, glaube ich, auch eine Story, die tatsächlich Imported heißt. Also vielleicht ein paar neue japanische Wagen. Das wäre doch gar nicht so schlecht. Könnte man doch, denke ich, mit leben. Dann kriegen wir wieder ein paar Bugs. Jetzt gibt es einen passenden Rauch. Oh, das ist, glaube ich, so ein Dauerrauch. Das sieht aus wie so ein Rauch, der dauerhaft beim Fahren läuft. Das ist echt anstrengend. Das können wir uns aber theoretisch mal gerade angucken. Kaufen wir mal gerade den großen. Gucken wir uns das einmal schnell an. Dann sind wir nämlich direkt Level 13 hier. Zack, 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 zack. 17 Belohnungen. Da klicken wir uns jetzt. Ne, Moment. Machen das einfach so. Alle einsammeln. Und dann packen wir das mal ganz schnell auf ein Auto drauf. Und gucken mal, wie es aussieht. So, da sind wir. Prestige-Teil ist drauf. Und jetzt können wir gucken, wenn wir durchdrehen lassen. Ne, ist klar, triggert das Ding. Die Frage ist nur. Hör auf, mir irgendwelche Scheiße zu erzählen. Okay, das ist halt das Ding, ne? Neues Ding. Dialoge weg. Wollen wir gar nicht hören. Interessiert uns nicht. So, und jetzt haben wir das Ding. Während wir fahren, triggert durchgehend dieser Rauch. Müssen wir jetzt mal auf einer längeren Geraden vielleicht. Sehen wir das. Ne, hier. Der hört nicht auf. Und das finde ich je nachdem immer ein bisschen.
ein bisschen anstrengend, weil es ein bisschen ablenkt. Aber tatsächlich muss ich sagen, hierbei finde ich, geht es jetzt. Es ist noch relativ schlicht. Da gab es einen anderen, der deutlich aggressiver ins Bild eingreift. Dafür ist der noch relativ schlicht. Das finde ich gar nicht so schlecht. Also den kann man tatsächlich benutzen. Der ist okay. So, nee, nicht Stories. Wir wollen Motorpass weitergucken. Hallo? So. Hier waren wir. Dann gucken wir weiter. Imported Reifen. Die sind jetzt nicht so spektakulär. Kann je nachdem auch mal passen auf ein Auto mit farblich, ne, das farblich passt. Dann kriegen wir nochmal 2000 Crew Credits. Ja, meh. Da bin ich ja nicht so überzeugt von dem Crew Credit System, was Ubisoft da an den Start gelegt hat. Dass man sich zwar einen Motorpass kaufen kann mit Crew Credits, aber weniger Crew Credits im Motorpass drin sind. Man kriegt also quasi die nächsten billiger, aber mehr auch nicht. So, dann haben wir hier den Chevrolet Camaro SS Band Edition. Den werden wir uns dann auch wahrscheinlich nochmal in einem anderen Video angucken. Wir werden irgendwie entweder ein Video machen, wo wir uns alle Autos einfach mal ein bisschen genauer angucken, Tuning-Möglichkeiten etc. pp. Vielleicht aber auch wirklich kürzere Videos zu den einzelnen Autos mit jeweils mal einem Rennen. Mal sehen. Gucken wir mal. Dann haben wir die importiertes Andenken, also quasi einfach eine Jacke. Die sieht aber, finde ich, tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Passt sogar zum Charakter, könnte man so nehmen. Ja, und The Hustler, einfach eine Geldtasche oben am Dach. Ja, gut, das ist Schwachsinn. Genauso, ja, Spielkarten aus dem Auspuff, wofür? Das sind halt so Sachen, die sind mir persönlich ein bisschen zu extrem. Ich glaube, es gibt Leute, die das mögen. Mir persönlich wäre das einfach zu extrem. Dann haben wir nochmal Crew Credits. Dann können wir unser Auto so aussehen lassen, als wäre es mit Geld vollgestopft. Allerdings, warum das bei den Lüftungseinlässen an der Seite ist, verstehe ich nicht so ganz, ob das so gewollt ist. Aber ja, gut. Man kann sein Auto mit Geld vollstopfen. Kann man ja mal machen, ne? Dann haben wir die Never-Ending-Tour-Reifen. Die sehen aus wie von hinten, wenn man das jetzt mal so im Stillstand anguckt, wie bei einer Bowlingkugel, so die Oberfläche, ne? Verrückt. Muss man erstmal drauf kommen. So, dann haben wir ein neues T-Shirt. Kann man machen. Muss man nicht. Da kriegen wir ein paar Motorstars, das ist langweilig. Dann haben wir Unterboden durch einen Ghostwriter. Joa, also scheinbar auch irgendwas. Haben wir wieder Halloween bald oder? Eigentlich nicht, ne? Also ein bisschen ins Horror-Feeling. So die Hände auch oben aufs Dach, okay. Dann wird es ein bisschen interessant. Der Proto Lucky One, neues Hypercar, das wir uns natürlich auf New York angucken werden. Auf jeden Fall auch heute Abend. Das ist das einzige neue Hypercar, was ich jetzt schon sehen konnte tatsächlich in der neuen Season. Es wird aber auch den Senna geben. Der Senna kommt in dieser Season. Wartet's ab. Die Infos gebe ich euch später dann, wenn es um die Autos geht. Dann ja. Handschuhe. Hier, Geisterhände innen drin. Die Reifen tatsächlich sehen ganz geil aus. Vor allem, wenn die sich drehen. Also mit diesen ganzen Prestigeobjekten kann man halt wieder angepasste Fahrzeuge machen, die halt genau darauf angelegt sind, zu diesen Prestigeobjekten zu passen. Ne? Also meiner Meinung nach mit die coolsten Autos sind immer noch die, wo die Prestigeobjekte genau auf das Auto passen. Wo quasi das Auto auf diese Prestigeobjekte themenbasiert angelehnt ist. Das sieht immer mega geil aus. Weil die Rotwandreifen hier, ja, nichts Besonderes. Dann haben wir wieder einen Rauch. Der sieht tatsächlich ganz cool aus, weil er so ein bisschen schmutzig aussieht. Irgendwie hat das was. Kann man sich mal geben, finde ich, oder? Sieht nicht übel aus. So, dann kriegen wir hier, ja, zweiter Teil von dem Touring Car Set. Wie gesagt, das ist nicht so wirklich relevant. American Legends Unterbeleuchtung. Joa. Dann gibt's wieder ein Auto. KTM X-Bow GT4 Raw Edition. Das müsste, meine ich, ein Touring Car sein. Sieht tatsächlich ganz schnieke aus. Ob das Ding was kann, wage ich noch zu bezweifeln, weil die bisherige KTM X-Bow im Touring Car ist ja nicht so besonders. Ich meine tatsächlich, dass das hier ein Touring Car war. Meine schon. Das gucke ich mal kurz nach. So, nachgeguckt. Ja, die KTM X-Bow ist ein Touring Car. Tatsächlich. Also, ist zu bezweifeln, ob die was taugt. Aber schön aussehen tut sie. Dann kriegen wir Engineer-Reifen. Die finde ich tatsächlich optisch ziemlich cool. Könnte man bestimmt auch gut zu ein paar Sachen kombinieren. Hupe? Das finde ich aber... Wieso höre ich die nicht? Die Hupe eben konnte ich hören. Keine Ahnung. Aber gut, dann müssen wir uns da noch ein bisschen überraschen lassen.
Schadet auch nicht. Die Scheibentönung ist, das sind so Sachen, die, ja, mir wieder zu speziell. Das kannst du mit kaum einem Auto richtig kombinieren. Das ist doch total schwer. Hier gibt es nochmal 20.000 Crew Credits, das scheppert natürlich rein. Die Reifen wieder relativ schlicht. Nichts allzu besonders. Wir kriegen ein Street Race Beutegräber Set komplett. Das ist tatsächlich relativ wertvoll, wenn ihr Street Race noch Teile farmen müsst. Dann gibt es nochmal Hupe. Ja, gut. Die Hupe löst auch nicht aus. Ich habe jetzt mal ein bisschen drauf gewartet. Nichts. Das heißt, auch die kann ich mir wieder nicht anhören. Traurig. Das hat tatsächlich was. Ist auch wieder relativ extrem, aber dieses Blitznitro, ja. Vor allen Dingen, weil es dazu eine Unterbodenbeleuchtung gibt. Die allerdings finde ich jetzt nicht so ultra schön. Da müsste man wieder aufpassen, dass das wirklich aufs Auto passt. Dann kann man das aber auch wieder gut kombinieren. Und dann gibt es tatsächlich noch ein komplettes Outfit. Ob das jetzt wirklich zu dem Helm passt, weiß ich nicht. Also das Outfit an sich, ne, so ein klassisches Rocker-Outfit, kann man cool fahren, denke ich mal, wenn man so ein hier dieses Harley-Davidson-Rennen fahren will. Da ist das wahrscheinlich so, passt das optisch ganz gut. Ob das zum Helm passt, weiß ich jetzt nicht so wirklich. Das müsste man sich dann mal genauer angucken. Aber alles in allem, kann man machen. Kann man machen. Ich finde ganz ehrlich, es ist eigentlich ein cooler Motorpass. Am meisten interessieren einen natürlich immer die Autos. Ich finde die KTM X-Bow, auch wenn die eventuell nicht so viel kann, können wir uns natürlich noch angucken später, sieht die ziemlich geil aus. Dann haben wir den Proto Lucky One, der weiß ich noch nicht, was er kann, aber auch nicht schlecht aussieht. Der ist ziemlich lang. Der hat so ein bisschen die Länge von dem Citroën GT3. Sieht man halt unten hier auf dem Bild ziemlich gut, wie lang der eigentlich ist. Von dem Citroën GT. Und da müsste man halt mal gucken, was der kann. Auch das werden wir uns heute noch angucken. Aber die Autos so im Generellen, ne? So, ja, und dann Muscle Car, liebe ich. Ich liebe Muscle Cars. Kommt einfach geil. Vor allen Dingen von hinten, finde ich, sieht der Wagen echt gut aus. Je nachdem, wenn man da noch eine Folie zu machen kann, wird das echt übel. So, und wir haben den BMW i8 Roadster. Ich bin nicht so der krasse BMW-Fan, aber auch der sieht nicht schlecht aus. Kann man mal machen. So, und Fahrweise etc. pp. Ihr wisst, ich bin nicht gut darin, Profi-Settings zu machen. Das müssen wir uns dann eben wann anders angucken. Aber so alles in allem finde ich, der Motorpass kann sich sehen lassen. Es gab schon deutlich schlechtere. Ich finde, da sind ein paar interessante Prestige-Objekte dabei, wie hier das Space Kit Nitro. Dann haben wir eben vier an sich coole Autos. Davon hoffentlich mindestens eins, was gut fahren kann. Ich hoffe da auf den Proto Lucky One, dass der was taugt. Das müssen wir abwarten. Die Ghost-Prestige-Teile. Meh. Könnte sein, dass die gut aussehen, wenn man ein Auto wirklich darauf auslegt, aber ansonsten werden die nicht viel Verwendung finden. Ja. Ich sag mal, kein krasser Motorpass, aber ich würde sagen, der Motorpass ist auf jeden Fall überdurchschnittlich. So, und wenn wir das jetzt durchhaben, dann würde ich sagen, Motorpass haben wir gesehen. Als nächstes gucken wir uns mal die Live-Summits an.